Der Wunsch nach Frieden und Versöhnung ist tief mit der Brüdergemeinschaft von Tessé verbunden. Seit 30 Jahren gibt es den Pilgerweg des Vertrauens, der von Tessé in alle Teile der Welt ausgeht. Stuttgart ist eine Etappe auf diesem Weg. Eine Gruppe chaldäischer Christen nimmt am Tessé-Treffen teil. Im Gespräch mit anderen ist Politik und Kirche Thema. Also, dass er für sich selbst sehr verwurzelt ist mit seiner Religion oder mit dem Glauben selbst. Und ja, weiter. But here in Germany we are very fine. Hier in Deutschland sind wir gut aufgehoben mit unserem Glauben. Wir können hier ungestört über Jesus reden und brauchen keine Angst vor Verfolgung zu haben. Im Irak war das anders. She says, and we are not afraid because we are Christian, but in Iraq we was afraid. Neben dem Besuch von sogenannten Orten der Hoffnung in Stuttgart blieb viel Zeit für Gebet und Begegnung. Eingeladen zum Treffen waren alle Generationen. Ich finde es eine schöne Möglichkeit für junge Menschen, den Glauben also auch in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten, Gleichaltrigen zu erleben. Und schön, dass Tessé mal nach Stuttgart kommt, nachdem so viele Jugendliche von der ganzen Welt immer wieder nach Tessé fahren, dass Tessé auch mal wieder zu uns in die Diözese kommt. Ich glaube, das ist für die ganze Diözese heute ein großer Tag und wir freuen uns alle, dass die Brüder gekommen sind und so viele Jugendliche jetzt da sind. Estos son mis amigos y con ellos y vamos a Tessé. Trifft man so viele Leute, man kann in der Kirche ruhig sein, singen, kann viele Sprachen sprechen, viele Brüder kennenlernen. Am meisten beeindruckt mich, dass wir alle über unseren Glauben reden. Se reúnen los jóvenes y a tratar temas. Wieder einmal abzuschalten, um wirklich tiefergehend in die Bibel einzusteigen und sagen, was bedeutet das übersetzt jetzt für mein Leben? Man spürt einfach das, was in Tessé auch ist. Einfach, dass alle offen sind, dass alle aufeinander zugehen, das spürt man hier genauso wie dort. Zum gemeinsamen Abendgebet, das gleichzeitig in der evangelischen Stiftskirche und in der katholischen Eberhardskirche stattgefunden hat, kamen rund 2500 Menschen. Wir suchen den Frieden und die Versöhnung. Weil das Evangelium, Christus ist gekommen, um alle Menschen zu sammeln. Nicht in einer Religion, die dann gegen die anderen Religionen ist, sondern er will alle Menschen sammeln. Und heute ist deshalb die Ökumene unter den Christen vorrangig, ganz wichtig und wir dürfen dafür nicht müde werden. Und wir müssen uns heute auch öffnen für einen Dialog für Andersgläubige. Bischof Gebhard Fürst und Landesbischof Ottfried Juli haben sich gemeinsam mit Bruder Alois von der Stiftskirche in die Eberhardskirche aufgemacht. Ein Zeichen für den gemeinsamen Weg des Vertrauens.